subject ready to fly to planet Earth. System startup new language German. Ja, ja, ich hab's mitbekommen. Wir fliegen zur Erde. Das war doch einmal der blaue Planet. Betonung auf war. Die Erde, 2066. Durch die Abholzung der Wälder verloren mehr als 63% der Insekten ihren natürlichen Lebensraum. Dann begann die Plage. Die Insekten zerstörten Ernten und übertrugen Krankheiten. Daraufhin kamen noch Aufstände und Kriege. Inzwischen hat sich die Weltbevölkerung um 51% verkleinert. Musst du mich immer so grob wecken? Ja, es geht links lang. Und jetzt lass mich in Ruhe. Verzieh dich mit diesem Schrott des Eisbergs. Weshalb bist du hier? Kannst du die Vergangenheit nicht einfach ruhen lassen? Wir kennen uns doch schon zu lange. Du weißt ganz genau, dass ich das nicht so einfach ansehen kann. Wir hätten es so leicht verhindern können. Jetzt begreif es doch endlich. Wir hätten nichts tun können. Die Menschen haben mit angesehen und es akzeptiert, wie die Erde untergegangen ist. Sie wollten es doch so. Du weißt doch, dass du die Vergangenheit nicht verändern kannst. Und dass ich einer deiner Gedanken bin. Aber warte, bevor du gehst. Ich habe hier noch etwas für dich. Aber wie ich weiß, wirst du niemals aufgeben. Deswegen nimm das.
Wenn ich in ein paar Jahren das Teil hab, aktiviere ich dich. Stopp den Klimawandel? Ja. Erfolgreich? Mehr oder weniger. Viel Spaß noch. Aber sagen Sie, kenne ich Sie nicht irgendwoher? Nee, aber werden Sie noch. Ja, hallo, wer ist da? Ein Helfer. Ich versuche dir zu helfen. Was für ein Helfer? Von deiner Organisation, frag nicht so viel. Wir treffen uns morgen um 16 Uhr beim Hafen. Okay. Ich bin die Zukunft. Aber Sie sind nicht der, der mich heute rausgeschmissen hat? Doch, aber ich habe meine Meinung geändert. Ich will dir sogar helfen. Mhm. Und zwar hiermit. Ich finde deine Organisation sehr gut. Okay, und deswegen gibst du mir jetzt ein Stück Metall mit einem Loch. Das ist ein Auto-X-Teil. Ihr findet es erst 2040. Damit kann man die Welt verbessern. Wie? Die Autos produzieren dadurch nicht mehr so viel Abgase. Ich zeig dir einfach, wie es geht. Komm mit. Okay. So. Ja, als erstes musst du mal aufpassen, dass du dich nicht erwischen lässt. Ja. Hier. Also, es gibt hier unten unter dem Auto eine bestimmte Stelle, wo du es reinmachen kannst. Dort musst du sie reinstecken. Ja, genau die. Perfekt. Das war's schon. Okay. So. Jetzt ist da angebracht und das war's auch schon. Ja, und? Und da es jetzt nur eins war, jedes Mal, sobald du sie wieder zumachst und wieder aufmachst, ist ein neues drin. Okay? Also das heißt, du darfst die Schachtel nie verlieren. Okay. So. Tu was damit. Und damit willkommen zu den 2WTV News. Und wir haben eine Sondermeldung und zwar bestätigte sich soeben, dass in den letzten 5 Tagen mehr als 30% aller Dieselautos in Hamburg komplett neue Verbrauchszahlen haben.
Liebe Vergangenheit, liebe Welt. Ein unglaublich winziger Teil ist zwar erledigt, ein Fundamentplan ist da, aber das reicht bei Weitem noch nicht. Es gibt noch so viele Probleme, die sich selbst in der goldenen Zukunft bis jetzt nicht lösen konnten. Wie zum Beispiel das Plastik oder Naturkatastrophen. Aber es gibt immer einen Weg raus und wir wissen schon, welcher er ist, aber wir verwenden ihn nicht. Wir alle zusammen sind das Problem und die Lösung. Jeder kann etwas bewirken, wenn er nur will. Jeder kann einfach mal anfangen. Die Welt schenkt uns keine Lösung. Wir steuern sie. Allerdings im Moment in die falsche Richtung. Wir zusammen können das Ruder umreißen und in die Zukunft fahren. Wir zusammen sind alle auf einem und denselben Planeten. Also tun wir etwas dafür, damit es auch so bleibt. Liebe Grüße, TUV 2066.